Servus Freunde, ich bin der Fabian von Edition Axophal und ich präsentiere euch heute unser erstes Buch auf Deutsch, Paul Bouchers Verträumtes Herz, weißt du, wohin du gehst. Etwa um das Jahr 1880 herum galt die Eintönigkeit und schale Bedeutungslosigkeit des modernen Lebens sozusagen als ein Dogma für die erzählende Literatur. In diesem besonderen Buch sind noch die Nachwehen des Ersten Weltkriegs in Europa zu spüren. Es geht um die Liebesbeziehung zwischen einer Adligen und einem Arbeiter, der im Krieg verwundet worden ist. Heute, nach dem ungeheuren Orkan des Weltkriegs, ist eine solche Kunstregel widersinnig geworden. Die deutsche Übersetzung von Franz Fager war lange Zeit vergriffen und es ist uns eine Freude, dass wir sie wieder in neuer Aufmachung präsentieren dürfen. Menschenschicksale, die durch dieses ungeheure Weltbeben erschüttert und entwurzelt wurden. Denn welch anderen Vergleich könnte man für eine Katastrophe von diesem Umfang gebrauchen? Ich hoffe, der ästhetische Zugang gefällt. Weitere unserer Entdeckungen folgen in den nächsten Wochen und Monaten. Wir hoffen, ihr freut euch darauf. Edition Axophal @ in Arcadia Ego.